Mein Name ist Gisela Sann. Ich bin Sozialpädagogin und arbeite hier auf dem Kreativ- und Abenteuerspielplatz. Den gibt es seit 1995. Obwohl wir auch hier ein paar feste Gebäude haben, ist es trotzdem unser Ziel, die Kinder an die Natur heranzuführen, alles draußen zu machen, bei Wind und bei Wetter. Was mich an dem Beruf besonders fasziniert, ist, mit den Kindern zu arbeiten. Ich lerne tagtäglich neu von Kindern und mit Kindern und entdecke immer wieder neue Dinge zusammen, auch mit Kindern. Und das ist wahnsinnig toll, das hält mich jung und das finde ich schön. Das coolste Ding ist meistens so die Feuerstelle. Also gerade für die Kinder, die neu kommen, wo kann ein Kind heute noch mal zündeln? Und das hat auch was mit Abenteuer zu tun und das ist ein primäres Abenteuer, nicht so ein sekundäres wie im Fernsehen, oh und toll und so, aber sondern sie fühlen das richtig, wir sagen immer mit Kopf, Hand und Herz. Ja, und was natürlich alle lieben, sind die Tiere. Es ist wahnsinnig, wie die Kinder lernen, durch die Tiere Verantwortung zu übernehmen. Also die melden sich da wirklich und auch an und kommen dann regelmäßig zur Tiergruppe und pflegen die, die das länger machen, die leiten dann die jüngeren Kinder an und können dann auch selbstbestimmt arbeiten. Also es sind so viele Sachen, auch zum Beispiel die Spielgeräte sind so gut wie alle selber gebaut. Also das ist ja schon irre, auf seinen eigenen Spielgeräten rumzuspielen. Lernen wir uns kennen. Bildungsstadt Erfurt.